Hallo, ist Quark und willkommen, liebe Freunde, zur nächsten Runde CSGO Overwatch. Leider direkt wieder das 2. Ich hatte vorhin noch mit Dalo gequatscht, zwischen den Aufnahmen, weil ich ja, wie gesagt, für 2 Wochen vorproduziere, direkt am Stück. Und habe noch gesagt, ich finde es super. Okay, Wallhack confirmed. Easy. Alles klar. Ich finde es super cool, dass die letzten Aufnahmen alle so unterschiedliche Maps waren und so generell querbeet. Alles dabei. Und jetzt wieder das 2. Das 2. Das 2. Das hat sich voll gereimt. War sehr poetisch. Und dass da keiner ist, weiß er. Dass da oben einer ist, weiß er auch. Er ist halt so richtig dreist wieder. Er ist halt so wieder einer, den es nicht interessiert, dass er erwischt wird. Wie viel steht er denn? Er steht 302. Ja, der Typ wurde gerade gemacht. Hast du wohl nicht mitbekommen. Er weiß nicht, auf wen er zuerst schießen soll. Eigentlich auf den unten. Ja, okay. Da ist auch Aim Assist dabei. Man hat es einfach wieder beim Zielen gesehen. Klar war er da schon drauf, aber... Er hat so ganz komisch gezogen. Das ist wieder so... Also ich bin mir sicher, das bestätigt sich noch. Bin ich mir sehr sicher. Ich muss leider gerade einmal kurz mein Handy nehmen. Ich muss nämlich in Skype antworten. Will nicht raustappen. So, und da bin ich schon wieder. Dann musst du nur kurz sein. Aber ich hoffe, ihr hattet echt schöne Ostern. Das habe ich voll verrafft. Das war ja in der Zwischenzeit Ostern. Ich bin ja über Ostern weg, deswegen produziere ich ja vor. Ich hoffe, ihr hattet generell schöne Ostern gehabt. Ja, schön mit der Family was gemacht. Hoffentlich war das Wetter dann gut und ihr habt das Wetter genossen. Er geht hier auf kurz hoch. Ich bin generell im Moment, oder was heißt im Moment, sehr darauf bedacht, wieder die gute Laune zu verbreiten. Denn die habe ich in vollen Zügen. Ja, sehr... sehr viel gute Laune und die möchte ich gerne weitergeben. Und da ist clear. Aspekt hat nicht die Bombe. Ich werde den Dude gleich CT wegmachen. Na komm, stark, zeig dich. Please. Oh, da hat er kassiert. Da hat er kassiert. Ist doch irgendwie strange, dass wir die ganze Zeit... Okay, ich meine, okay, bei ihm ist wieder so offensichtlich. Ja. Aber dass wir so oft in letzter Zeit wirklich auch früh ins Spiel kommen. Also Runde 2, Runde 3, das Overwatchen startet. Schönes Pre-Fire. Finde ich cool, dass er die Smoke wirft. Die habe ich auch schon öfter geworfen. Aber die sieht man super selten jemanden werfen. Hier unten abprallt. Er ist halt nicht so gut. Ich bin mir, wie gesagt, das war nur eine Stelle. Ja, da hat er sehr komisch gezielt. Seitdem hat er auch nichts mehr getroffen. Von daher, Aimer nicht confirmed. Aber auch da war wieder sehr smooth, wie er so direkt dann drauf war und einfach so, wie es Fadenkreuz tot, ja, auf ihm drauf war, ohne sich zu bewegen. Auch wenn es nur 3 Schüsse waren und keiner da wirklich drauf ging. Und jetzt stellt er ein. Jetzt macht er richtig dreist. Er macht noch richtig dreist. Was? Hä, schon wieder? Das ist einfach mal so, ja, Runde wird übersprungen. Das habe ich nicht verstanden. Warum das passiert ist. Und habe ich gerade leicht gähnen müssen und habe das aber ziemlich clever unterdrückt, wie ich finde. Hoffe ich, wenn ich mir gleich das Video schneide. Nope. Also das sieht auch noch nicht nach Aim Assist aus. Aber so wie er bisher sich verhält, ja, wie... Toll. Da wurde Hurricane gelaggt und er hat einfach direkt den AK-Klick getroffen. Es sieht halt gerade echt nicht mehr nach Aim Assist aus.
Wallhack 100%. Sonst kann ich nichts bestätigen. Und er stirbt halt trotzdem jetzt mal. Er ist halt echt kacke. Fährt offensichtlich an, ja, und ist einfach letzter auf dem Scoreboard aus seinem Team. Hat da auch schön in den AWP-Schuss getankt. Tja, Shark hat sich gedacht, nope, da gehe ich nicht drauf ein. War eine gute Entscheidung. Erstmal hier gesprayt, alles klar. Er ist nicht so der Beste, was das Zielen anbelangt. Nicht wirklich. Das war's jetzt. Was ist das für eine Runde? Das ging auch wieder nur 6 Minuten. Also sehr wahrscheinlich Aimer, kann ich nicht bestätigen. So, so, so. Wallhack definitiv ohne Probleme. Wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben Kanal abonnieren. Links unten gibt's geilen Merchandise vom Kanal, von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen. Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.